Ja, also Tierfriedhöfe selber gibt es nicht so viele und sind auch sehr schwer durchzubringen anscheinend, eben wegen dieser ganzen Genehmigungen und so. Also was ich weiß, hat mein Vorgänger, von dem ich die Firma übernommen habe, ungefähr 8 Jahre braucht, bis er das alles durchgehabt hat mit den Genehmigungen und so. Wir haben jetzt da ungefähr knappe 20 Gräber und zwar haben wir schon Kaninchen, Katzen, Pferde, Urnengräber in dem Fall, Hunde, sehr verschieden. Ja. Wir haben auch schon Wellensittiche oder Nymphensittiche einäschern lassen. Also das ist wirklich von bis ist alles möglich mittlerweile. In erster Linie bevorzugen es die Tierbesitzer eigentlich mehr die Einzeleinäscherungen, wo man dann die Asche und die Urne mit nach Hause nehmen kann. Sie können es entweder selber herbringen oder wir können es abholen kommen. Das ist auch sehr flexibel bei uns. Und also ich habe damals Friseurin gelernt, von dem her habe ich auch schon ein bisschen gewusst, wie man mit Problemen von Menschen umgehen kann oder gut zuhören kann und sprechen kann und so. Ja, was sonst habe ich eigentlich in die Richtung K-Ausbildung gehabt. Das lernt man dann währenddessen eigentlich, ja. Und das ist auch immer wieder anders. Jeder geht anders um mit dem Thema Tod. Manche sind erleichtert oder wissen einfach, dass es Erleichterung fürs Tier war, wenn man es erlöst hat, weil es sind natürlich auch sehr viele Unterschiede von wie war das Ableben. Ist es von selber eingeschlafen, das Tier, oder war es ein langer, schwerer, krankheitsbedingter Kampf? Da spielen so viele Faktoren zusammen und deswegen ist auch mit jedem Tierbesitzer wieder eine neue Erfahrung eigentlich, weil ja, jeder geht anders damit um. Für den einen sind so Sachen wie Gedenkschmuck oder Pfotenabdrücke eher makaber. Für manche erleichtert es das Ganze wieder. Also es ist sehr unterschiedlich. Ja. Ja, also es gibt eben verschiedenste Möglichkeiten, wo man zum Beispiel eine Fellsträhne oder auch einen kleinen Teil der Asche verewigen lassen kann. In Form zum Beispiel von so einem Epoxidharzschmuck. Das sind meistens eben eher Sonderanfertigungen, wenn man es eben individuell gestalten lassen kann, was Farben, Formen und so betrifft. Oder so wie man es da sieht, in so einem Bilderrahmen, wo man dann ein Foto dazugeben kann und nur eine kleine Ampulle mit einer Fellsträhne oder Teil von der Asche. Ja, das ist alles sehr flexibel eigentlich und wird recht gern genommen, ja, von den Tierbesitzern. Das macht es dann ein bisschen einfacher. Lebewohl zu sagen, auf jeden Fall. Die Einäscherungen selber sind auf jeden Fall sehr stark immer wieder mehr im Kommen sozusagen, weil es eben auch mittlerweile mit Pferde und generell Großtiere die Möglichkeit gibt. Und ja, also das Bewusstsein ist da und natürlich eben, wenn man weiß, was sonst in der Tierkörperverwertung passiert, nehmen das schon sehr viele Tierbesitzer gern in Anspruch, weil es einfach Familienmitglieder sind, in den meisten Fällen. Und ja, weil sie sich einfach einen würdevollen Abschied auch verdient haben. Ich mache das jetzt das 4. Jahr und sehr gern. Könnte mir eigentlich nichts anderes mehr vorstellen mittlerweile. Ja.